Hallöchen, Puppöchen, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 2 mit Franz. Hallo. Und Daniel. Hallo. Und den komischen Feuerdämon auf NG. Plus 2. Plus, D. Das. Jetzt mit einem Host, der auch einen Helm auf dem Schädel hat. Oh ja. Super krass. Dann wieder. So. Oh nein. Er kommt aus dem Lava. Aus der Lava. Hauer. Und die zweite Rückhandstelle. Hä? Verdammte Rückhand. Ich bin wieder. Tu mir nichts, bitte. Achtung, Feuer! Das ist die Möglichkeit, dass die Ton leiser gemacht hat. Upsi, upsi. So. Achtung, noch mehr Feuer. Waffe 3. Au! Oh, das war knapp. Ja. Das nicht. Oh. So hart. Zwei Life-Chance und ich bin wieder voll. Oh Gott. Er hat mich genatzt. Au. Flucht. Wie regelt das? Jawohl. Meister. Mann, der ganz kombi wie kleine. Oh. Oh fuck, der steckt hier nochmal. Wir könnten es diesmal schaffen. Sieht auf jeden Fall gut aus. Achtung, Feuer. Vielleicht ist er wieder leiser und killt uns einfach alle drei. Nein, nein, wir machen nochmal Feuer. Oh, oh. Ich bin down. Oh. Aua. Warum bin ich instant tot? Daniel verliert gerade mal die Hälfte, weißt du? Ja, ich bin reingerollt. Ich weiß nicht, wie du rein. Oh. Das war ein unangenehmer Mann. Ich habe es wenigstens noch gesehen. Dass ich mein LAN-Kabel einstecke, das könnte helfen. Das ich finde es schön, wenn man immer noch eine Ausrede hat. Man braucht immer eine Ausrede. Bei mir sind es Lutschbonbons gegen meine Halsbeschwerden. Oder der Geruch von Pizza. Der ihn ablenkt. Kann auch sein. Der von hinten so an mich randringt, weißt du? Iss mich! But I wanna die! Ich habe Alvar beschworen. It's muffin time! Aber Durst an Summers sein ist nirgends zu sehen. Ach, da. Wir waren so nah dran! So nah! So nah? Wer ist dieser Sona? Feindliches Schiff entdeckt. 12 Uhr. Torpedo. Ach komm schon, kann die Schildkröte nicht mal aufhören zu respawnen. Irgendwann kriegen wir sie da, bis dahin, aber ich glaube, das brauchen wir noch ein paar Kills. Ja, so 3 oder so. Ich glaube, es waren irgendwas mit 10 oder mehr. Ich glaube ich. 10 bis 15, glaube ich. Waren. Einfach mach weiter. Ich starr sie an und lenk. Boah, haben die Rückhandschelle. Das ist die bayerische Schelle. Ich konnte dich nicht beschützen, ich werde mich dafür in die Stacheln stürzen. Ich bin verflucht, was hat denn das eigentlich zu bedeuten? Weniger Max Life normalerweise. Oder? Aber ich hab eigentlich nicht viel weniger. Wie wurdest du jetzt verflucht? Also nicht jetzt, sondern schon beim letzten Mal von dem komischen Penetrator oder wie der heißt. Achso, ja, das ist hier einfach nur, dass immer wenn du stirbst, der gleiche Effekt, dass du so ganz wenig weniger Max Life hast, bis du wieder einen Menschenbildeffekt reinschmeißt. Oh, ja, normalerweise hast du das Phantom gar nicht. Solltest du zumindest nicht haben. Und wer wird heute gewonnen? Der Schlag wonnet er nicht. Nur der zwei. Doch, er schlägt nur einmal zu, als er wonnet er. Alvar lebt heute risikovoll. Oh, meine Waffe hat einen Sweetspot, ich erinnere mich.
dein Sweet Spot? Ja, wenn ich ganz nah an ihm dran stehe, treffe ich ihn sozusagen nur mit meinem Griff, dann macht es nicht so viel Schaden. Wie wurdest du jetzt gerade nicht getroffen? Hä? Skills. Bei mir hat er einen anderen Schlag gemacht als bei euch. Achtung, Feuer. Bei mir hat er den seitlichen Schlag gemacht und ich bin ihm einfach ausgewichen. Okay. Okay, nochmal Feuer, nochmal Feuer. Okay, diesmal schaffe ich's. Okay, dann nicht. Okay. Das ist lustig. Du schaffst da nicht, du hast nochmal Feuer. Oh nein! Oh nein, sie kriecht sich hinten in die sichere Ecke. Alter, könnten wir mal darüber reden, dass das... Hat er keine Hobbys? Aua. Oh fuck, ich höre doch das Feuer kommen. Boah, nein, 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 nein. Oh, Glück hat... Achtung, jetzt wird er gleich den Laser machen. Hä, huh? Was? Okay, was ist das? Okay. Damit kann ich nicht umgehen. Was ist denn, was soll das machen? Er beehrt uns jetzt wieder. Schön. Ah, er ist hierhin, weil er da mit dem Feuer in die sichere Ecke hinter trifft. Wahrscheinlich. Entschuldigung. Oh, kacke. Nein, 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 nein. Heil dich. Heil dir. Ja, einfach mal ganz schnell drei Estus rein, damit ich auf... Och, nee. Schlag mir anders, danke. Und der Abgrund verschlingt den Kamerad. Es ist zum Heulen. Es ist zum Heulen. Ich komme mit Third-Person-Spielen nicht klar. Ach komm. Sollen wir versuchen, ihn zu machen, oder soll ich mich in den Abgrund stürzen? Jetzt machen wir ihn einfach, dann machen wir einfach weiter dann normal. Habe ich dich gefragt? Nein, aber wir haben ihn jetzt bis auf einen Schlag runter, also einen Schlag runter. Ja, ja, es ist Zeit, dass ich mich in die Flammen stütze. Fuck! Das war nicht mein... Ah! Hast du dich gerade in die Flammen gestürzt, obwohl du dich nicht in die Flammen stürzen wolltest? Das merkt mein Killer. Also, Philipp, er hatte wirklich noch einen Hit. Er hatte eigentlich keinen Lebensbalken mehr. Ja. Also. Komm, dieses Mal schaffen wir es. Mit dir. Das war gerade irgendwie ziemlich dumm. Ich wollte nur. Ich weiß gar nicht, was ich wollte. Ich wollte eigentlich nur einen Schritt zurückgehen und dann war so. Zum Schritt zurück? Oh, ein Schritt. Ein Schritt zurück. Ein Schritt zurück. Und das war halt ein Schritt zu weit. Das war gerade. Ich bin so froh, dass das nicht auf Kamera war. Ich muss zum Spaß aufs Feuer zulaufen, sondern von höhö, ich schmeiß mich da jetzt rein und dann einfach ins Magma lauf in die andere Richtung. Drecksarena. Kannst du ja irgendwie drei Folgen zusammenschneiden, weil wir brauchen jetzt gerade zwei Folgen. Nein, das ist Leiden auf höchstem Niveau. Das Ganze wird auf halbe Geschwindigkeit verlangsamt. Oh ja. Ja. Und dann unterlegst du das mit 12-Ton-Musik. Und gehört da bezahlt dir gutes Geld für. The pain is real. Ignorieren wir die Schildkröte einfach, bitte, danke. Nein! Ich kann nicht, das ist eine Sache der Ehre. Außerdem komme ich nicht an ihr vorbei gerade. So. Wie Franz mit jedem Mal ungeduldiger wird und ich würde einfach mit jedem Mal mehr Zeug machen. Warum werde ich wohl ungeduldig? Crunch, 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 crunch. Also ich hab crunch. Spaß. Ebenso. I like this boss. Ja, das ist schon irgendwie lustig, aber. Schelle! Payback-Time. Ja. Ist schon lächerlich, wie wenig Schaden wir machen, ne? Das ist lächerlich, wie viel Leben hat. Ich laufe jetzt einfach nur immer dahin, wo ich auch hingucke. Nein! Fuck. Nein! Au. Schlag den. Ich kann gerade nicht, muss nicht heilen.
Oh, wir beinahe wieder in den Abgrund gelaufen. Ich auch. Hast du deine letzte Sekunde umgedreht oder heuer was? Oh fuck, der haut ja nochmal zu. Okay, Rückhandschild. So, dieses Mal machen wir ihn, auch wenn alle sterben. Oh fuck. Apropos sterben. Wie willst du den machen, wenn alle tot sind? Wie er mich immer mit dem Arm trifft bei diesem Move. Ja, wenn ich das Feuer treffen würde, dann wärst du tot. Vor allem, er macht ja nie irgendwas groß anderes. Und am Anfang schaffen wir es immer und dann versagen wir irgendwie. Also, jedenfalls einer von uns. Ja, der Boss baut darauf, dass wir dumm sind. Oh fuck. Apropos dumm sind, das war ein blöder Ort, um zu heilen. Komm, schlag zu. Ach komm, nicht noch mehr Feuer. Keiner läuft ins Magma. Ja, bitte. Komm, schlag einfach irgendwie wieder auf den Boden. Das ist oh nein. Nein. Au. Haut ihn, wir haben ihn. Ja. Hui. War ja easy. Praise the sun. First try, bitches. Flawless victory. Mhm. Ja, wird Zeit für so, wird Zeit, ihn nochmal zu machen. Dieses Mal nur plus 3, gell? Das wird grad schön. Das hat mir gefallen. Und Dana stürzt sich ins Lava. Ins Magma. Wofür habe ich die Sonnenlichtmedaille bekommen? Ich habe meinen Kameraden nichts als Leiden verursacht mit diesem Kampf. Ja. Du bist das Leiden. Oh. Und wie viel so. Seelen habt ihr gerade zum Ausgeben? 63.000. Wupp, wupp. Na dann. Ich wollte jetzt sagen, wir müssen uns ja eh teleportieren, das heißt, wir können uns auch kurz mal eine Runde hochleveln noch. Mehr Leben. Ich brauche einfach mehr Leben. Alles andere ist nebensächlich. Okay, das Faith-Scaling von der Waffe ist negierbar. Wie kann ich denn den Fluch aufheben? I knew you'd be around. Einfach einen. Warte. Erscheint der immer wieder oder wie ist das? Da ist unter meinem Sonnensymbol ist so ein anderes Symbol, was aussieht wie ein fallender Mann. Dann drück mal X und M. Das ist der Traum, das ist dann der Ring. Das ist das. Der Ring der Träume. Ja, aber ich wurde doch irgendwie mal verflucht. Ja klar, verfluchen? Aber das verschwindet wieder, sobald du einen Menschenbildeffekt einsetzt im Spiel. Wir verfluchen ist einfach nur das Hülle werden. Das hat ja keinen anderen Effekt. Nicht so wie Curse of the Undead. Ja. Genau. Ja, man muss das so aussprechen. Undead. Undead. Oh, ich brauch Titanitbrocken. Shit. So, mehr Equipload. Ab wie viel Equipload kriegt man in diesem Teil nochmal Fast Rolls? 70%. Unter 70% halt. Nein, ich meine die Real Fast Rolls. Ach, die Real Fast Rolls, glaube ich, unter 50%. Oh, super. Okay. Preisfrage. Wer weiß, wo wir nun hin müssen? Ich. Wir müssen. Warte. Phil. So wie das Spiel. Nein. So wie du das Spiel jetzt gespielt hast, hättest du irgendeine Ahnung, wo du hin musst? Nee. Gut. Wieso? Liebe Designer, das ist die Antwort eines jeden Spielers, der das Wiki nicht verwendet. Fickt euch. Okay, jetzt können wir dir gerne sagen, wo es lang geht. Also ich weiß, wo wir heim müssen. Wir müssen in den Schattenwald. Oh, in den Schattenwald. Kelsey Breeze. Da habe ich doch gerade Bonfire-Setting. Und zwar zum Bonfire zerstörte Weggabelung. Ja, alles grau. Habt ihr das alle? Was ist denn hier eigentlich mit diesen ganzen gelben Seelen, die ich hier habe? Die brauche ich doch alle gar nicht. Da kannst du dir schöne Boss-Waffen draus machen dann. Ich weiß, aber manche habe ich doppelt. Ach. Also eine.
Du wirst wahrscheinlich die von der Skorpionfrau doppelt haben. Von der Skorpionfrau, von der Schlangenfrau doppelt haben. Und das ist jetzt ein kleines Gebiet, was wir alleine machen müssen? Müssen wir oder können wir da auch Leute beschwören? Nein. Kann man nicht. Deswegen. Oh nein! Meine besten Wünsche sind bei euch. Das hat nicht gereicht. Ich habe alle meine Seelen benutzt. Und es reicht nicht. Mir fehlen 5000. Egal. Reisen. Ja, wo soll ich hin? Zerstörte Weggabelung. Ist beim Nebelwald. Also das Gebiet, wo die ganzen Geister da waren. Das zweite Bonfire, wenn ich mich nicht irre. Du erinnerst dich bei den Leuten mit ihren fetten Eiern? Die sie sich umgeschleppt haben? Oder ihren mutierten Magen, je nachdem, wie man es formulieren möchte. Irgendwie mit so Brustkörben zugeschlagen haben. Mit grünen Typen. So komischen Marsmännchen. Ich glaube, mit jedem Wort, was wir sagen, wird es unwahrscheinlicher, dass er das Gebiet findet. Ja, ich glaube es auch. Zerstörte Weggabelung, ja? Ja, also wie gesagt, das Über-Bonfire-Dingens heißt irgendwie Shaded Woods oder so, ich weiß es nicht. Ist so also grau... Schattenwald heißt es. Schattenwald, okay. Und da das zweite Bonfire. Ah! Sag das doch gleich. Nein, ist ja zu einfach. Wir müssen das wieder Spiel machen. Und da, wenn du dich, wenn du reinkommst, nach links... Diesen Weg nimmst du. Da würde die Leute mit den grünen, roten Kostümen und den lustigen Federn auf dem Kopf entgegengerannt kommen. Ja, genau. Und nein, man sagt nicht hello. Die haben wir schon mal getroffen. Diese sind die Falkner-Typen da. Naja. Oh, ist ein Turm. Dobby sieht Turm. Dobby sieht schwarzen Turm. Jetzt bist du jetzt wieder Dobby. Okay. Und das müssen wir jetzt erstmal alleine machen, ja? Ja, weil hier eine leider nicht. Eine mobbingfreie Zone. Ja, in gewisser Weise ist es auch eine mobbingfreie Zone. Wenn du keine anderen Freunde haben darfst, kannst du nicht gemobbt werden. Gangfreie Zone. Dann halt. Mein Gott. Ich verstehe zwar nicht, warum diese Zone hier sammelfrei ist, das ist irgendwie ziemlich sinnfrei, aber... Weil sie sonst zu einfach wäre? Ich finde die auch so nicht wirklich fordernd. Nö. Aber dann wäre sie einfach zu einfach. Das kann durchaus sein. Der Meister spricht wahre Worte. Deswegen bin ich auch Erdbeertorte. Wie, was bist du denn? Ach ja, dich kenne ich ja. Ah, ab hier kann man wieder platzieren. Drachentöter Halbmondaxt. Ab wo? Wenn die Stufen gegen Himmel steigen, gerahmt von den Flammen, wirst du mein Sammelsein erkennen. Gerahmt von den Flammen? Wenn die Stufen nach oben steigen? So ein Labersack. Schreien des Winters. Winter is coming. Nicht anfassen. Auch nicht schon wieder. Aua. Ach. Blöden Kackgeister. Da denkst du, du siehst hier einfach nur Leute, die durch die Gegend laufen. Ja, das ist das Schlimmste an denen. Ich finde das aber, warte, ist eine echt schöne Idee mit dem Spieler zu. Ja, da soll ich noch durchlaufen, ja? Ja, lauf einfach. Ich hab die Echse wieder verkackt. Ich hasse es. Hallo? Hallo? Ich hab die Echse natürlich bekommen. Echse? Echse, 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 Echse. Ich sehe ein Sammelsein, aber ich platziere einfach meins auch. Ja genau, nicht zu nah dran, damit beides spawnen. Ja, ja.
Ich hätte sagen durch müssen, durch das schwarze Tor hindurch. Das hätte besser gepasst. Ich bin durch das schwarze Tor. Bist du noch nicht. Daniel platziert deins auch an die... Nein. ...die Säule. Ich bin im Mittelpunkt, du kannst gerne noch ranstehen, wenn du möchtest. Na gut. Okay. Ich sollte das Fenster zumachen, sonst hört man das Glockengebimmel ein wenig laut. Ist doch cool. Ja, the bell tolls, the undead rise again. Auch schön, das Kommentar auf der Treppe mit weakness lag, weil die Treppenhochlaufanimation manchmal verbuggt ist. Ja. Mhm. Ah. Was? Hm? Das gibt's nicht. Echse, ein Schlag, 399 Schaden. Ich glaube, ich hätte 400 machen müssen, damit es gestorben wäre. Du hast nicht mal mehr einen roten Lebensbalken gesehen. Wer bist du denn? This castle was is machst du denn hier? But nonetheless, you must forge on. Hau ab! To bring an end to your journey and mine. Sind wir fast mit der Hauptstory hier durch? Kann das sein? Nein? Nein. Also wir sind schon ein gutes Stück durch, aber es fehlt auch noch einiges. Ja, wir haben auch ein paar Gebiete. Von jetzt kommen an auch einige meiner Lieblingsgebiete. Ja. Da läuft man hier lang und was sieht man? Deck mal auf dem Boden liegen. Ja. Gleich schon wieder so komische Leute rumgekritzelt. Warum ist da jetzt eine Nebelwand? Och nee, hier kommt doch gleich was. Och nee. Oh, komische Elefanten. Die Nebelwand taucht auf, wenn du was beschwörst. Dass du nicht zurück kannst in die alten Gebiete. Ach so, okay, alles klar. Es war so klar! Es war so klar! Dark Souls kann mich nicht mehr verarschen. Au. Den da! Au. Wie well did it? Easy. Ja. GG even. Echt. Na dann, Franz. Lasst Sound uns an seinem Leid erlaben. Kein Regensound. Ich habe gerade auch keinen Regensound, tatsächlich. Ich laufe einfach immer halt hinter Alvar her jetzt. Er hat's schon geschafft. Wow. Du hast das Rätsel gelöst, ja? Ja, er hat es auch voll gewusst, dass du ein Rätsel löst gerade. Ja, war doch voll easy. Ich musste erst Leute auf der einen Seite töten, dann Leute auf der anderen Seite töten. Ja, aber schauen wir noch rechts und links, bevor wir durchs Haupttor gehen. War wirklich so? Öffnet die Türe, Lakaien. Sag doch mal. Was war das Rätsel? Siehst du die Statuen, die hier stehen? Ja, die habe ich gesehen. Richtig. Werden wir später noch mehr sehen. Ein paar mehr, ja. Ja, und was war das Rätsel daran? Die aktivieren sich nicht automatisch. Erst wenn ich Leute davor töte, oder was? Genau. Cool. Such mich! Warte, Alva, du musst noch Zeug machen. Hier ist noch eine Kiste, glaube ich, irgendwo draußen. Wir müssen noch weiter im Regen rumlaufen, unsere Metallrüstungen. Weiter quietschen. Knarzen und was. Die auf der anderen Seite. Oh. Ich stelle mich in die Schämecke. Oder Alva stellt sich in die Schämecke, auch gut. Du kannst jetzt da einsperren. Rosenritter, du kommst nie wieder aus dem Verlies. Ach, verdammt. Vogel. Ah! Ach gut. Wo kommt denn der plötzlich her? Schöne Statue. Ach ja, nee, ist klar.
aus. Kleidshow ist verschoben. Guck mal, hier. Eine Statue. Eine ganz tolle Kiste. Guter Gange. Naja, bei euch ist immer so eine Sache, ne? Ich hab noch gar nichts gemacht. Verdächtig wird's immer erst, wenn ich auch noch ankomme. Wenn jetzt zu zweit dasteht und unisono etwas behaupten, dann musst du immer aufpassen. Du weißt doch sowieso nicht, welche Kisten Ming-Mix sind. Schau mal, wer da oben steht. Ey, er darf lang laufen, wo er will. Na gut. Ich schau mich jetzt um. Ich will mich erst umschauen. Ich folge ihm auf Schritt. Alter, ihr macht mich nervös hier. Einer blöder als der andere. Ich beschütze euch, während ihr die Kiste öffnet. Man müsste mich mal vor der Kiste hier beschützen. Edler Knochenstaub. Uhu. Das ist doch immer geil. Hallo Statuli. Warum kannst du so schnell angreifen, machst trotzdem so viel Schaden? Das ist unglaublich. 50 Stärke, 40 Geschicklichkeit, max gepimpte Waffe. Meine Waffe ist auch max gepimpt und ich habe 43 Geschicklichkeit und 45 Stärke. Wahrscheinlich haben die eine Feuerschwäche. Dann macht meine Waffe mehr Schaden, wenn sie Feuerschaden macht. Hulu? Soll ich jetzt erstmal da runter oder soll ich mal mit dem Geist umsprechen gehen? Ich weiß auch. Ich renne gerade hoch und schaue, ob da weitere Abzweige sind, weil ich es vergessen habe. Du, es würde sich noch lohnen, hier oben rumzuschauen, weil, ja genau, schau erstmal kurz hier oben vorbei. Was zu sehen. Hab ich auch gerade gemerkt hier. Muss ich wieder mit Geistern reden? Mann. Es ist der gefürchtete, sehr Glitzerfuß. Oh Gott. Ich sehe ihn nicht mehr, weil er so leuchtet. Who are you? And by whose permission do you stand before me? Aufgrund meiner Genehmigung. Is a domain of humans. Beamte. Das sind eindeutig Beamte. His Highness. Where has he gone? You are a guest of our castle. I am the Chancellor, Velen. Do you seek an audience with my lord, King Vendrick? Unfortunately, His Highness is absent. My lord, the king has... The queen has taken him. Die Königin hat ihn genommen. Ich auch gerne. An accomplishment for the ages. Also die Königin jetzt oder den König? All great ones build this kingdom upon their souls. Our king has watched over this land since ages long, long ago. King Vendrick, we must fight back, or the giants will take Dranlake. The king had a dear queen. A woman of unparalleled beauty. Long ago, the queen came to us, alone, from a faraway land. She warned our lord of the looming threat across the seas, of the giants. The king crossed the ocean, and defeated the giants, with the queen at his side. Mm-hmm. The king commandeered their power and created the golems. With the golems, the king created this castle. To celebrate victory and to show his love, his gratitude to his queen. The queen brought peace to this land and to her king. A
peace so deep, it was like the dark. Is this some sort of a dream? Where am I? Der redet gerne, ne? Ja. Who are you? Naja, er ist höflich. Oh, der hat schon wieder vergessen, wer ich bin. Oh. Franz, er macht die Tür auf, er macht die Tür auf! Welche Tür? Ich verstehe es immer nicht, ja? Das sind normale Menschen. Und dann ist das hier der Thron, also zweimal Throne, für sie und für ihn. Und die sind so riesig, das kann doch nicht sein. Komm, hier ist dein Thron, in der Mitte. Danke. Ich wäre ja mehr Thron für mich, wenn ich könnte. Was steht da? Pointless ahead. By the way, not here. Ist echt nichts. Ja, irgendwie das Design von diesem Thronraum ist auch irgendwie ein bisschen fragwürdig, aber okay. Ich finde die Decke hübsch. Also das Design also lässt ja wirklich zu wünschen übrig hier. Oh, wir brauchen einen Raum, wo ein Thron drin steht. Noch einer für die Königin. Ich sollte irgendwelche Sachen, Steine. Okay, alles aus Stein. Wow, wow, wow. Alter, wie viel Glitzerzerkasten wird er jetzt noch hingeschmissen? Oder war das alles ich? Ich möchte anmerken, wenn ich als Box sprinte, habe ich diesen coolen Speedline-Effekt, dass ich so Boxumrandungen hinter mir herziehe. Ja gut, Leute, aber wir beenden die Folge mal hier. Es gibt 31 Minuten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ich wünsche euch was. Ciao. Oh mein Gott.